Staatstheater hier in Stuttgart. Schön, dass Sie dabei sind. Wir können vermelden, 80% der Lacher in Baden-Württemberg in diesem Jahr 2016 haben hier beim Stuttgarter Besen stattgefunden. Und wir zeigen Ihnen heute Abend das Best of. Ich freue mich auf den Gewinner des Silbernen Besens 2016. Viel Spaß. Sind Menschen per Anhalter gekommen heute? Ist irgendjemand per Anhalter gekommen? Anhalter ist ein geiles Business, oder? Das ist auch, was ich nicht kapiert habe, oder? Ich meine, ich bin auch ein positiv denkender Mensch, aber also in Deutschland an der Tanke zu stehen, darauf zu bauen, dass sich wer Wildfremdes mitnimmt, da muss man schon echt gut drauf sein, oder? Wir wollen doch nur in Ruhe tanken, das ist doch Belästigung. Ich stehe da mit dem Zapfhahn und auf einmal kommt einer, fährst du nach Berlin? Was soll man sagen? Man kann nicht die Wahrheit sagen, muss man den ja mitnehmen. Das will man ja nicht. Man druckt sofort rum, also es ist die A2, die Richtung stimmt auch, aber heute nicht. So, nicht? Und denkst, du hast deine Ruhe, aber der hört ja nicht auf. Bis wo fährst du denn? Ich fahre nächste Abfahrt runter. Hast du auch nicht deine Ruhe? Dann sagt er sowas wie, das ist okay, da komme ich mit. Und dann wende ich. Ich muss in die andere Richtung. Ich auch. Nein, du musst doch nach Berlin. Das ist immer eine Katastrophe. Es ist immer eine Katastrophe. Ne? Und dann hat er gesagt, du hast ein Berliner Nummernschild. Du hast Berliner Dialekten. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du mich. Ich fahre wirklich nach Berlin. Und dann war ich ehrlich. Dann habe ich gesagt, ich kann dich aber leider nicht mitnehmen. Und wenn ich dich mitnehme, es geht nicht. Bei mir zieht sich innerlich alles zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass du in meinem Auto sitzt. Da dachte ich erst, er wird aggressiv, aber er hat total schön reagiert. Er hat mich umarmt und gesagt, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Und dann stehe ich an der Kasse und hatte sofort ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich sofort gesagt, Mann, was bist du für ein Arschloch? Warum nimmst du nicht mit? Überwinde dich doch. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du es. Der hat auch nicht gestunken beim Umarmen. Jetzt machst du es. Jetzt machst du es. Ich bin raus aus der Tanke und was soll ich sagen? Auto weg. So. Ich muss vielleicht kurz was sagen, ich bin aktuell unterwegs auf Tour mit meiner Show, die heißt Humorphob. Da geht es um Humor im Zusammenhang mit Ängsten. Das ist ja ein aktuelles Thema. Das ist entstanden nach Charlie Hebdo, weil da hatten ja offensichtlich Menschen Angst vor Humor. Wobei ich sage, man kann das nicht runterbrechen auf eine religiöse Minderheit. Ich glaube, das ist in uns allen. Wir haben alle diesen Moment, wo wir sagen, da hört der Spaß auf und da fängt heute Abend an. Darum geht's. Diesen Moment überwinden und vorankommen. Das ist das Ziel. Und ich wollte halt auch über Terror sprechen können auf einer Comedy-Bühne. Ich wusste aber nicht, wie man das macht. Wie geht das? Wie können wir darüber sprechen? Wie kann man das thematisieren? Und dann habe ich diesen Soziologen gelesen, Herfried Münkler, der gesagt hat, wir brauchen eine heroische Gelassenheit, was das Thema angeht. Eine heroische Gelassenheit. Wir müssen das als zivilisatorische Unfälle ansehen. Das fand ich einen guten Ansatz. Ich konnte mir nur nichts unter heroischer Gelassenheit vorstellen. Ich meine, was soll das sein? Und dann habe ich heroische Gelassenheit erlebt. Dann war ich in der Bibliothek in Berlin, weil mich das Thema interessiert hat. Wollte mich informieren über Selbstmordattentäter. Dann bin ich da hingegangen, habe gesagt, guten Tag, ich hätte gerne ein Buch über Selbstmordattentäter. Da guckte der mich schon ein bisschen seltsam an. Und ich sage, nein, ganz ruhig, ich will wissen, wie die drauf sind, wir wissen, wie die ticken. Und dann sagt er tatsächlich, ich sag mal so, wenn es tickt, würde ich laufen. So. Das ist heroische Gelassenheit, Freunde. So funktioniert das. Das brauchen wir. Nicht? Wenn man dann das Buch dahin legt und sagt, das würde ich gerne ausleihen, kann ich das haben? Und der sowas sagt, wie wenn du es am Stück zurückbringst, okay. So, das ist einfach diese Gelassenheit. Aber die fehlt uns allen. Wir haben keine heroische Gelassenheit. Die Franzosen hatten auch keine heroische Gelassenheit nach Paris. Die haben sofort durchgedreht. Hysterie. Die haben gesagt, jetzt fliegen wir los, jetzt bombardieren wir die Terroristen. Habe ich erst gedacht, die fliegen nach Belgien? Nein, sie sind nach Syrien geflogen und bewerfen Terroristen mit Bomben. Und das ist ja historisch belegt, dass das was bringt. Mögen ja Terroristen gar nicht Bomben. Ich meine, das ist deren Daily Business. Was erwarten wir, wenn wir die mit Bomben bewerfen, oder? Wenn wir die jetzt mit Schnitzel bewerfen würden. Oder Schwulenpornos. So, das. Das würde die stören. Da würden sie sich vor Wut in die Luft sprengen. So, aber. Bomben, pff, das ist denen doch egal. Aber wir sind ja solidarisch, wir Deutschen, wir unterstützen ja. Wir fliegen ja mit unseren Tornados. Natürlich nicht nachts. Habt ihr gelesen, ne? Nachts können ja unsere nicht fliegen. Wegen der Cockpitbeleuchtung. Die ist zu hell. Bei jedem verschissenen Dacia kann man das runterregulieren. Ich meine, die amerikanischen Jets, die siehst du nicht mal auf dem Radar. Unsere leuchten so am Himmel, oder was? Was ist denn das? Was ist das überhaupt für ein Lösungsansatz? Das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Ne? Diese ganzen Lösungsansätze, die machen keinen Sinn. Deswegen ist so viel Platz für diese ganzen Idioten politisch. Ne? Weil da kommt der Finanzminister und sagt sowas wie, ja, wir können die Flüchtlingskrise ja wegtanken. Spritpreise erhöhen wegen Flüchtlingen. Ja, das macht Sinn, oder?
Ja, das war doch auch mein erster Gedanke, als ich die alle an der Grenze gesehen habe. Oh, jetzt wird das Benzin wieder teurer. Ja, absolut logisch, oder? Die kommen ja zu Fuß. Hä? Man versteht es nicht. Man versteht es nicht. Jetzt hast du es. Gut. Es ist... Das ist so nicht zu Ende. Da freue ich mich schon, wenn man ein Elektroauto fährt, ne? Auf die Diskussion, die man dann bekommt, ne? Wo es dann heißt, Öko oder Nazi? Ja, man muss sich dann schnell entscheiden, nicht? Das ist, wir sind ja auch selber wahnsinnig ambivalent. Ne? Wir sind ja auch einmal ist Willkommenskultur, da sagen wir, ja, kommt alle, ihr dürft alle kommen, ja, kommt alle. Also zu Fuß, nicht per Flugzeug. Ne? Man muss schon zu Fuß durch Ungarn durch, dann gibt es hier einen Teddybär. Ne? Und dann kommt der Seehofer, sagt, jetzt ist vorbei, jetzt Oktoberfest. Ich meine, wie erklärt man das jemand, der aus dem Krieg flüchtet? Ihr dürft rein, jetzt ist vorbei. Was ist los? Es ist Oktoberfest. Nicht? Das ist so, vor was hat der Seehofer Angst gehabt? Dass irgendein Syrer in so ein Festzelt reinrennt, ein Selfie schießt, nach Hause schickt und drunter schreibt, es ist noch geiler, als ihr glaubt? Oder was ist das? Aber da ist eben keine heroische Gelassenheit, das fehlt. Ne? 3 Wochen nach Paris, die Franzosen haben wahnsinnig rechts gewählt. 3 Wochen haben die Nazis gebraucht bis Paris, wie früher. Ne? Da hat sich nicht so viel... Humor ist immer ein Kann-Angebot, Freunde. Das ist kein Muss, Humor ist immer ein Kann-Angebot. Ich bin kein Humor-Nazi, ihr müsst nicht lachen. Ne? Das ist, gilt generell heute Abend, das ist ein Kann-Angebot, Freunde. Ne? Also wenn man, wenn die Freundin zum Beispiel nach 2 Stunden aus dem Bad kommt und man geht vorbei und sagt, Schatz, wir können noch 1/2 Stunde später los, dann kann sie Haare noch machen. Muss man nicht lustig finden? Kann aber, ne? Und die Franzosen waren ja nicht die Einzigen, die so weit rechts gewählt haben. Die Polen ja auch, wahnsinnig konservativ, wahnsinnig rechts. Die Polen, wir sind eigentlich, wenn wir uns genau sind, von Nazis umzingelt. Also wenn das der Führer wüsste, oder? Wir sind ja, das ist ja unglaublich. Ich meine, die Polen haben gesagt, sie wollen bis 2017 7.000 Flüchtlinge aufnehmen. Wenn sie sich da mal nicht übernehmen. Also, wenn man das hochrechnet, da gibt es ja in Polen mehr illegale Autos als Menschen. Das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee, Polen klauen nicht, Zigeuner klauen. So, es ist... Ein Kann-Angebot. Nein, nein, aber wir wollen ja konstruktiv bleiben. Die Polen sagen also, okay, sie wollen keine Flüchtlinge. Die Polen mögen aber unsere Autos. Okay, wir wollen konstruktiv sein, konstruktiv denken. Okay, ja. Wir haben 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, haben aber nicht für alle eine Unterkunft. Gut, Lösungsansatz. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Flüchtlinge in unsere Autos setzen? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist doch richtig geil, ne? Ich finde ja, wir machen das richtig, ne? In 20 Jahren stellen wir wahrscheinlich fest, dass wir die Einzigen in Europa waren, die sich richtig verhalten haben. Das ist ja okay. Man darf ja trotzdem kritisch bleiben. Man darf reflektiert bleiben. Das ist wichtig. Wir müssen reflektiert bleiben. Eine Freundin von mir hat auch gesagt, ne? Sie will jetzt helfen. Habe ich gesagt, ja, mach das reflektiert. Ja, ich will jetzt helfen. Ich kaufe jetzt Klamotten für Flüchtlinge. Ja, mach das. Dann ist sie losgegangen und hat Klamotten gekauft. Ist noch witziger, wenn man weiß, dass meine Freundin Polin ist. Ich wollte aber eigentlich sagen, Klamotten gekauft. Für Flüchtlinge. Bei Primark. Und das ist geil. Klamotten kaufen für Flüchtlinge bei Primark, das ist super, wenn man die Sachen dann hinbringt. Ne? Die Syrer gucken sich das an und sagen, ach guck mal, das habe ich ja selbst genäht. Das ist... Globalisierung selbst erlebt. Das ist doch schön. Ne? Ich habe halt festgestellt, dass Menschen nach Terrorattentaten wahnsinnig rhetorische Fragen posten. Ne? Auf Facebook. Dann schreiben die Leute sowas wie, kann das hier auch passieren? Natürlich. Und das weiß derjenige auch, sonst hätte er das nicht gepostet. Und gerade nach Paris war das so. Da haben viele Berliner gepostet. Ja, das mit den Clubs und den Cafés. Kann das in Berlin auch passieren? Natürlich kann das in Berlin auch passieren. Aber es würde in Berlin halt anders ablaufen. Na, also ein Terrorist, der ein Berliner Café stürmt, um Menschen zu bedrohen. Der wird erstmal gar nicht wahrgenommen. Und das halten die Leute für Service. Nicht, das ist. Die sehen das Maschinengewehr und sagen, aber Trinkgeld gibt's heute nicht, Freundchen. So, das... Wenn da einer Geisel nimmt im Supermarkt, Geisel nehmen in dem Berliner Supermarkt. Freunde, der erschießt sich nach einer Stunde selbst. Das ist doch, der kann da reinkommen und schreien, was er will. Hallo, Akbar! Der kommt immer zurück. Ja, halt mal Fresse, mach mal 2. Kasse auf. So, das ist... Diese Haltung, das ist so typisch Berlin, ne? Nach Brüssel. Ich meine, das war alles total traurig und schlimm. Und was sagt mir der Berliner auf der Straße? Na, ein Glück ist unser Flughafen zu, wa? So, das ist...
Und dann posten die Leute immer noch so Sachen, wie kann sich jemand so radikalisieren? Wo ich sage, Freunde, wie kann sich jemand so radikalisieren? Habt ihr mal auf eine deutsche Autobahn geguckt? Auf die linke Spur? Da sind wir ja Fundamentalisten, ne? Das ist ja, es gibt keine logische Erklärung dafür, so schnell zu fahren, wie man will. Das ist unsere Freiheit, nennen wir das. Die Amis haben ihre Waffen, wir haben die linke Spur. Ne? Der Deutsche fühlt sich frei, wenn er den Fuß durchdrücken kann. Ja, das ist unsere Freiheit. Du kannst hier die Steuern erhöhen um 80%. Das interessiert keine Sau. Wenn du die Geschwindigkeit begrenzen willst, Kopf ab, das ist vorbei. Oder? Und das ist auch so absurd, wenn man drei Spuren hat. Ne? Auf der mittleren Spur fahren ja noch normale Menschen. Irgendwas passiert, wenn du da rausziehst. Du mutierst zum Highspeed-Hulk. Ne? So. Und dann gründest du da dein Highspeed-Kalifat. Du bestimmst, ne? Du bestimmst alle Regeln. Du fährst so schnell, wie du willst. Du wirst größenwahnsinnig. Du fährst da mit 250 und denkst über so Sachen nach wie, wenn ich jetzt gleich Lichtgeschwindigkeit erreiche, was passiert mit meiner Lichthupe? Blende ich mich dann selber im Rückspiegel? Über sowas denkst du nach, ne? Bis diese Omi kommt in ihrem kleinen Fiat. Ne? Die Spur wechselt mit dieser Attitüde, die dir schon sagt, fick dich, die nächste Viertelstunde überhole ich. Ne? Und die fährt natürlich rüber, ohne zu blinken, weil der Blinker war ja noch nicht erfunden, als sie ins Auto eingestiegen ist. Ne? Und was sich da im Rückspiegel von Oma abspielt, dagegen ist der islamische Staat ein Scheiß, Freunde. Ne? So BMW-Fahrer fahren ja nicht hinter dir, ne? Die lauern hinter dir, ne? Wie so ein großer, bedrohlicher Mann ohne Hose vom Kindergarten, ne? So sind die in deinem Rückspiegel. Ne? Und wenn Oma dann vorbei ist, man gibt nicht einfach Gas, man fährt nicht einfach weiter, man fährt auf gleiche Höhe. Und dann sucht man Augenkontakt. Und dann gibt man Oma diesen Blick, der sagt, ich warte auf dich an der nächsten Raststätte. Parkplatz trifft eh. Nicht sowas macht man dann. Man macht so unlogische Sachen beim zu schnell fahren, oder? Wenn ich zu schnell fahre, meine Freundin fängt an, sich an der Tür festzuhalten. Wozu? Ich meine, als hätte man jemals gehört. Schwerer Autounfall auf der A4. Alle tot. Bis auf eine Person. Unter der Tür. Ja, das passiert ja nicht. Ja, oder wenn ich bremse, dann macht sie so. Oh, als wäre sie Superman und das würde alles links und rechts an ihr abprallen. Ich sag, was machst du denn da? Ich bremse mit. Oh, wenn das nicht reicht, sind wir beide tot. Halt die Fresse! Ja. Dankeschön. Zeit ist um. Ingmar Stadelmann. Jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich, Ihnen den Preisträger des Goldenen Besens 2016 präsentieren zu dürfen, den Chefkomedian von Baden-Württemberg. Viel Spaß. Hallo Stuttgart, hallo, ja, was geht? Hallo, danke schön. Es freut mich sehr, ja, Stuttgart, wie geht's dir, Habibti? Geht's dir gut? Was heißt Habibti? Liebling, du musst lernen, ihr sterbt aus, verstehst du, was ich meine? Jetzt andere Sprachwandel, verstehst du, was ich meine? Ich freue mich, hier zu sein, ja, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Gillette Eiche. Ich bin dein persönlicher Integrationsalbtraum. Deutsche Produktion, verstehst du, ich bin hier geboren und so. Ja, ich wollte nur sagen, weil Integration ist so ein spannendes Thema, stimmt? Stimmt, Habibti, bist du auch integriert? Ja, nein, vielleicht, Grüne, nein, in Gelb, integriert in was? Du weißt nicht. Okay, egal. Also, ich habe heute, wallahi, ich habe richtig viele Fragen, weißt du? Ich will mal eine Sache wissen, guck mal, ich bin ja immer so doof und so Hauptschule und so, weißt du? Aber ich würde gerne wissen, wann ist Integration vorbei? Nein, wirklich jetzt. Gibt es ein Datum? Gibt es ein Integrationsabi? Gibt es ein Integrationsformular, was ich ausfüllen muss? Muss ich zur IHK gehen? Oder bei Jobcenter? Wann ist der Tag? Wann bin ich integriert? Kannst du mir beantworten? Ich muss mich im Sessel wohlfühlen, denke ich. Wenn man sich im Sessel wohlfühlt, dann bin ich integriert. Okay, guck mal, so hart doof bin ich jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Okay, ganz ehrlich, nein, ich verstehe nicht. Wie sieht jemand aus, der integriert ist? Guck mal, und das kommt von den Kanaken, ihr Verräter, Alter, ganz ehrlich. Ausgerechnet ihr beide, Alter, das machen die nur, damit die zu euch gehören. Ihr gehört nie zu denen. Ich sag dir gleich von Anfang an, kannst du lassen. Verstehst du, was ich meine? Wallah, Verräter, ich schlitz euch auf nachher, ihr werdet sehen, ja? Ah, das findet ihr lustig, ja? Oha, ich sehe schon, das Niveau. Deutschland, ja, ganz ehrlich, wie sieht einer aus? Okay, wie sieht er denn aus? Wenn nicht wie ich, wie dann? Schlaumeier, erzähl mal. Ha,
Ich höre nichts. Wie du. Aber was, von wo kommst du denn? Was bist du denn? Nee, du bist ein Schwabe. Ja, aber guck mal, ich frage jetzt mal wie Deutsche. Aber woher kommst du wirklich? Ich will nicht deine Adresse haben. Woher kommst du, deine Herkunft, deine Eltern? Woher kommst du wirklich? Weil du bist kein Deutscher, man sieht sofort. Der Deutsche sieht auch, dass du kein Deutscher bist. Er hat sofort geguckt. Stimmt oder stimmt nicht? Als Deutscher sagst du das niemals, Deutsch, niemals. Also sag mal, Wallah, ich bleib hier stehen, ganz arm, ist mir scheißegal. Woher kommst du denn? Ja, du dachtest, du musst so schlau machen. Jetzt bin ich auch schlau. Erzähl. Ah, Yasumalaka! Sag doch gleich, verstehst du? Übrigens, wer Griechenland, wer eine Rechnung stellen will, da. Verstehst du, was ich meine? Nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt euer Geld zurückkriegen. Sie ist heute Abend hier, Griechenland. Sie vertritt alle Griechen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Habibti, warum hast du so gemacht? Ich musste dich verraten, verstehst du? Nein, ganz ehrlich, aber wie sieht man aus? Sieht man aus wie Roberto Blanco? Oder sieht man aus wie Helene Fischer? Wie sieht man genau aus, wenn man integriert ist? Ich habe bis jetzt nicht verstanden. Verstehst du, was ich meine? Und auch, wann, was ist ein Zeichen, dass Integration fehlt, schiefgelaufen ist? Was ist das Zeichen? Weißt du? Wann sagst du, okay, hier ist Integration falsch gelaufen? Sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Ha? Ah, da sagst du gar nichts. Die schweigende Masse, ja? Ah. Verstehst du was? Aber guck mal, für mich, soll ich dir sagen, wann für mich Integration gescheitert ist? Zum Beispiel, wenn Kanaken Steuern zahlen. Ausländer, die Steuern zahlen. Für mich ist TAM gescheitert. Warum? Weil mit diesen Steuergeldern, das geht an Verfassungsschutz. Was macht Verfassungsschutz? Baut NSU-Nazi-Staat auf. Verstehst du, was ich meine? Für mich ist nicht gelungen, diese Integration. Für mich ist nicht, hat nicht mal mit Integration zu tun. Für mich hat zu tun, ich meine, überleg doch mal. Du als Kanake, als Ausländer bezahlst du Steuern, damit die dich wieder umbringen. Verstehst du, was ich meine? Um die Ecke bringen, da kannst du keine Steuern mehr zahlen. Ich meine, ist auch irgendwie doof, ganz ehrlich. Verstehst du, was ich meine? Das ist für mich nicht verfehlte Integration, das ist für mich verfehlte Leitkultur. Verstehst du, was ich meine? Ist so, ganz ehrlich. Was ist das? NSU, was war das? Oh, ist ruhig jetzt. Schön, dann kann ich weiterreden. Und die Dings, und Schäpe-Mäpe, die steckt so tief mit Verfassungsschutz drin, dass sie nicht mal reden muss. Verstehst du, sie muss gar nichts sagen. Sie kann einen Film drehen auf ARD, wunderschön, oh, Beate Schäpe, das Opfer. Ist schon komisch, ganz ehrlich. Für mich ist das keine Integration. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie siehst du das? Ist das für dich Integration? Ja? Nein? Vielleicht? Ich weiß nicht, Deutschland. Ganz ehrlich. Und überhaupt, ich habe mal eine Frage, so, weil jetzt sind wir ja Freunde und so. Wer hat AfD gewählt? Ey, schlag dich nicht, ich will nur Dialogkultur machen. Wer hat AfD? Mach ruhig Hand hoch. Ist nicht schlimm. Wallahi, ich beschütze dich. Ich will nur wissen, ich will wissen, warum wählt ein Schaf ein Wolf? Nur um den Hirten sauer zu machen. Ich verstehe das nicht. Weil ein Wolf, er ist Schaf. Verstehst du? Seine Nahrung ist Schaf. Warum wählt man so einen Schwachsinn? Ich habe das nicht begriffen. Diese ganze Dings, diese ganze Reihe, diese ganze Vier, verstehst du? Von Gauland bis Höcke, bis Petri, bis Storch. Was machen die hier? Ich will mal eine Sache sagen. Nein, ich muss sagen Deutschland. Weil wir sind in einer gefährlichen Situation. Sogar ich habe geschnallt. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen uns jetzt alliieren. Du hast sowieso keine Chance, weil du stirbst aus, du wirst weniger. Ich bin deine Zukunft. Sagen wir, wie es ist. Verstehst du, was ich meine? Du musst dich auf mich verlassen. Ja, es ist so. Ja, du kannst ruhig klatschen. Ist in Ordnung. Deutschland, ja, ganz ehrlich. So Abturn, ist eine Abturnzeit, ja. Ich schwöre, man weiß überhaupt nicht mehr, was man noch machen soll. Was ist Meinungsfreiheit? Keiner weiß noch. Seit Böhmermann, Meinungsfreiheit hat eine neue Dimension erreicht. Verstehst du, was ich meine? Aber ich finde Bombe. Für mich ist super. Weil jetzt kann ich in dein Gesicht sagen, du verfickte Kartoffel, ich ficke dein Leben und mach deine Kinder zu Huren. Meinungsfreiheit. Oder nicht? Naja, verstehe mich nicht falsch. Ich finde, Erdogan ist ein Spaß. Tut mir leid. Ich kann mit ihm nichts anfangen. Ein Staatspräsident, der diese Fernsehen guckt und dann auch noch ein Strafanzeiger. Wie peinlich bist du? Ganz ehrlich, für mich ist peinlich. Ich finde, das macht nicht ein Staatspräsident. Überleg doch mal, Merkel. Was hat sie sich alles von deinen Leuten anhören müssen? Verstehst du, was ich meine? Griechisch, Mischisch und so. Sie ist ein Nazi, Schäuble ist auch ein Nazi. Und wer hat Strafanzeige gestellt? Keiner. Sowas macht man nicht in einer Demokratie. Stimmt oder stimmt nicht? Sowas kannst du machen in einem Kalifat. Aber du gehst nicht raus und sagst, wir sind Demokratie, haltet alle die Fresse, ihr kommt alle in den Knast. Das geht nicht. Wallahi, das geht überhaupt nicht. Deutschland, ja, ist ein schwieriges. Wie schätzt du die Situation? Hast du AfD gewählt, Habibi? Nein, was hast du gewählt?
Was denn anderes? Sagst du nicht, ist Dings Geheimnis? Aber dann muss ich nur bei LSA nachfragen. Die wissen dein. Okay, nur dass wir das auch. Okay, Deutschland, ja, ganz ehrlich. Was machen wir mit dieser Situation? Niemand ist integriert, weil es gibt kein Ende von Integration. Ich sag dir was. Vierte Generation Kanaken, weißt du, was die sagen? Warum soll ich bei der Integration mitmachen? Es endet sowieso nicht. Es ist wie ein Hase mit Möhre vor Nase. Und irgendwann sagt der Hase, Wallah, ich hab Hunger, fick deine Möhre. Ich brauch was zu essen, ich mach nicht mehr deine Integration. Und wenn ich nicht mitspielen darf, dann werde ich eben deine Sprache versauen. Mache ich ihm so. Nur damit du sauer bist. Verstehst du, was ich meine? Trotz, was kann man machen, ja? Was soll ich machen? Es ist so. Deutschland. Aber guck mal, ich weiß, viele wissen nicht, wie werde ich eine progressive Kartoffel? Wie werde ich das? Viele wissen nicht, viele fragen sich, was muss ich machen? Weil jetzt, wir haben festgestellt, Integration ist nicht nur ein Weg, ist auch zwei Weg. Also du bist auch dabei. Du musst auch was machen, weil diese Bringschuld nach NSU braucht ihr nicht mehr mit Bringschuld kommen. Das ist vorbei. Verstehst du, was ich meine? Jetzt sind wir auf Augenhöhe. Ich kann keine Grammatik, ihr könnt keine Vermehrung. Augenhöhe. Deutschland, ja, ich sag dir, wie man eine progressive Kartoffel wird. Ich habe mal eine Frage. Wie viele Kanaken hast du als Freunde? Aber siehst du, und das ist das, weil ihr macht diese Kartoffelauflauf. Verstehst du, was ich meine? Es ist so, wir müssen diese Kartoffelauflauf, bisschen Schafskäse, bisschen Hackfleisch, bisschen Moussaka, griechisch, ja so. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen, es ist wichtig, wenn du eine progressive Kartoffel willst, sein willst, ja, und Integration machen willst, aber so richtig ernst gemeint, dann musst du eigentlich nur einen Kanaken finden, den du liebst. Das alles. Und dieser eine Kanake, für den würdest du alles machen. Und er auch für dich. Und dann fängt Integration an. Mit Liebe. Oder nicht? Oder liege ich falsch? Habt ihr eine andere Idee? Ah, ich schwöre, läuft. Funktioniert. Wir Migranten mögen Liebe. Es ist so. Nein, Deutschland, ja. Und guck mal, noch eine Frage habe ich, weil ich habe über diese ARD wirklich hart nachgedacht. Und dann, ich war bei einem Flüchtlingsheim und ich hatte so Reflexe, ich wollte was klauen, einfach so, verstehst du? Und ja, weil die haben mich gezwungen wegen Strafarbeit, ich muss bei diesem Flüchtlingsheim gehen. Und dann habe ich sein Grundgesetz geklaut, die geben doch jetzt Grundgesetz, so mit Arabisch übersetzt, weißt du? Ich habe genommen, ich habe gesagt, guck bei deinem Kumpel rein, verstehst du? Ich nehme dieses Grundgesetz, wallahi, ich habe gelesen, ich bin nach hinten umgekippt. Wusstest du, wie geil Grundgesetz ist? Wusstest du? Sag mal Artikel 1. Artikel 1, nicht mal 1? Haram, warum? Warum weißt du nicht deine Gesetze? Habibti, ihr habt die geschrieben, nicht ich. Okay, ha? Wundervoll, die Würde des Menschen ist unantastbar. Fantastisch, ein Applaus. Ein Applaus. Grundgesetz, du in Grün, sag mal, Artikel 3, Absatz 3, was steht's da? Eins noch hingekriegt, aber warum lest ihr eure Gesetze nicht? Wallahi, dieses Grundgesetz ist das Schönste hier. Ist euch das nicht klar, warum dieses Grundgesetz geschrieben wurde? Dieses Grundgesetz ist so Bombe, jeder müsste lesen, schon von erster Klasse. Artikel 3 Absatz 3 heißt, keiner darf von seiner Herkunft, seiner Rasse, seiner Sprache, sein Geschlecht, seine politische Meinung, seine religiöse Meinung, sein Glaube benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist Artikel 3 Absatz 3. Das wiederum macht die AfD total illegal. Alles, was die AfD will, ist gegen Grundgesetz. Ist euch mal aufgefallen? Die sind alle illegal. Die müssten eigentlich Asyl beantragen. Es ist so. Deutschland, ja, was soll ich sagen? Wir haben spannende Zeiten vor uns. Ich freue mich schon auf das. Aber guck mal, wenn wir euch integrieren müssen, ihr müsst mitmachen. Wenn ihr nicht mitmacht, ist abtören. Verstehst du? Was sollen wir da mit euch machen? Sollen wir dann so machen, wie ihr macht? Das ist auch nicht gut. Das haben wir jetzt probiert, das hat nicht geklappt. Verstehst du, was ich mache? Es ist wichtig. Und an alle Brillenträger, bitte. Bei uns ist Brille Schwäche. Sehschwäche, aber Schwäche. Das heißt, wenn du integriert werden musst, du musst diese Brille runternehmen. Verstehst du, was ich meine? Du musst dein Vielmann-Abo gegen ein Solarium-Abo eintauschen. Ich sag gleich von Anfang an. Es ist, wie es ist. Stuttgart, ja, es war ein hartes Thema, aber das Harte kommt immer zum Schluss, das wisst ihr doch. Ist genauso wie mit Altwerden, immer Harte zum Schluss. Ich danke euch. Einen schönen Abend, Stuttgart. Dankeschön. Edil Weigar. Das war Best of Wesen 2016. Die Gewinner des goldenen Stuttgart-Wesens und des silbernen Wesens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.